Also herzlich willkommen am Biohof der Familie Stark in der Weiten Wiese, am Biohof Weite Wiese. Unser Betrieb liegt in oberen Waldviertel auf einer Seehöhe von 600 Meter und wir bewirtschaften ca. 60 Hektar Acker, Grünland und einen Wald. Neben Rinder- und Schweinehaltung werden bei uns auch Marktfrüchte angebaut, so wie Dinkel, Roggen, Mohn, genauso wie Mais wird mittlerweile auch schon angebaut. Mein Leitspruch ist immer, lass alles beim Alten und du wirst die größten Veränderungen erleben. Das heißt, das Leben ist ja eine permanente Veränderung und das ist auch bei uns sozusagen so eingetreten. Wir haben ein Ziel definiert bei unserem Betrieb und das Ziel heißt, laufend die größte Menge an Lebensmitteln mit einer hohen inneren Nährstoffdichte und keiner chemischen Belastung zu produzieren. Das ist unser Ziel, was wir haben am Betrieb. Die Herausforderungen für unseren Betrieb oder für jeden Betrieb sind natürlich individuell. Denn jeder Betrieb ist anders und schlussendlich ist auch jeder Boden anders. Und das ist auch das, was man schlussendlich einmal verstehen muss. Unser Weg war schlussendlich ein steiniger teilweise auch. Wir haben 1991 begonnen mit biologischer Landwirtschaft, haben dann 15 Jahre biologische Landwirtschaft betrieben, herkömmlich mit Pflug und Striegel und alle möglichen. Mist, Dünger haben wir natürlich auch gehabt, haben wir gesagt, okay, das passt, und sind aber drauf gekommen, die Erträge werden immer weniger, der Unkrautdruck wird immer mehr, der Aufwand wird immer höher, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen ein Umdenken, es muss ein Umdenken stattfinden, weil es hat irgendwie das Problem, wir kommen nicht wirklich weiter. Haben dann 2006 begonnen mit pflugloser Bewirtschaftung, Direktsaat, haben dann wirklich alle möglichen gesucht, sozusagen den Boden schonend zu bewirtschaften. Eben, haben dann geglaubt, das funktioniert, haben teilweise Erfolge gehabt, teilweise wieder Misserfolge. Solange bis wir noch in 2012 erstmals den Bodenkurs im Grünen besucht haben, mit Dietmar Neser und Friedrich Weinz, und haben dann dort schlussendlich die regenerative Landwirtschaft erfahren. Und haben dann begonnen, nach der regenerativen Landwirtschaft zu arbeiten. Die drei Säulen der Bodenfruchtbarkeit, wie es so schön heißt, in der regenerativen Landwirtschaft, sind ja die Chemie, die Physik und die Biologie. Und wir haben lange Zeit im Biobereich ja uns hauptsächlich mit der Biologie auseinandergesetzt, beziehungsweise haben geglaubt, die Biologie wird das schon richten, und haben in erster Linie die Chemie komplett ausgeblendet. Sind erst dann später drauf gekommen, eben durch die regenerative Landwirtschaft, wie wichtig die Chemie schlussendlich ist. Es gibt ja 5 Schritte der Bodengesundheit und der regenerativen Landwirtschaft. Das heißt, die 5 Schritte sind Ausgleich der Basensättigung, das heißt, die basisch wirkenden Kationen gehen einmal ausgeglichen im Boden, also die am Austauscher. Die Felder permanent begrünt halten mit Untersaaten und Zwischenfrüchte, also nur lebender Boden, nur lebend durchwurzelter Boden schlussendlich bringt da langfristig einen Ertrag und bleibt da am Leben. Die Saatbereitung mit Flächenrotte, das heißt, wenn ein Grünmaterial ist an der Oberfläche, dann muss man schauen, dass man das dementsprechend in Rotte bringt, dass das Tonhumuskomplex entsteht, sprich die Tonteilchen sie mit der organischen Substanz über die Biologie miteinander verbunden werden. 4. Schritt ist den Boden beatmen durch schonenden Eingriff mit lockerer und sofortiger Lebendverbau. Das heißt, der Boden fällt manchmal zusammen und wenn er zusammenfällt, dann muss er auch wieder lebend verbaut werden, sprich dann braucht er auch wieder mal eine größere tiefere Bodenbearbeitung. Wichtig ist, dass das nicht mit Pflug oder mit einer wendenden Bodenbearbeitung ist, wo man ganz durcheinander haut, sondern wirklich nur sehr schonend. Der 5. und schlussendlich letzte Schritt ist dann die Vitalisierung der Pflanzen. Also wir müssen schauen, dass wir vitale, gesunde Pflanzenbestände dort haben, weil nur dann wird auch das Bodenleben dementsprechend gefüttert. Ausgleich der Basensättigung habe ich schon gesagt, Bodenproben nach Albrecht, wie arbeiten mit Dein, wichtig ist uns dort, dass das nur ein Blattl Papier ist, nachdem wir relativ gut arbeiten können. Es geht da nicht ums letzte Detail, sondern es geht darum, eine grobe Richtung zum Haum, sozusagen
bei einer Stiege quasi ein Stirnglander, dass man sagt, man holt sich dort nach, man weiß in etwa, muss ich in die Richtung oder in die Richtung gehen. Und das hat den Vorteil mit der Albrecht-Methode, weil man dort auch wirklich die Nährstoffe relativ gut sieht, was man im Boden hat. Warum macht man das oder was ist der Hauptpunkt für den Ganzen? Der pH-Wert ist ja sehr entscheidend für die Kulturen oder generell für das Leben auch im Boden. Und wenn man sich dann die zwei Bodenproben anschaut, sind zwei unterschiedliche Bodenproben. Beide haben einen irrsinnig hohen pH-Wert. Eine hat ganz niedrige Kalziumwerte und eine hat ganz hohe Kalziumwerte. Das heißt, bei den einen leiden die Kulturen permanent an Kalkmangel, aber auch die Biologie. Es gibt sozusagen kein Kalzium, nicht kein freies für die Biologie, für das Wachstum. Und bei der anderen Proben dort blockiert sozusagen das Kalzium die anderen Nährstoffe und macht das Kalzium wiederum die Probleme. Also, und beide, aufgrund vom pH-Wert, kann ich nicht feststellen, was für ein Kalk ich dort hinbringen muss. Wir haben ein paar Beispiele auch, also wir haben Felder übernommen und dort war massiver Unkrautdruck, haben dann dort die Basensättigung ausgeglichen und man sieht relativ gut, wie schnell sie, also innerhalb von 3 Jahren, wie sie die Basensättigung, wenn man die Basensättigung ausgleicht und die Maßnahmen alle umsetzt, dass die Felder plötzlich sehr ruhig werden. Haben wir ein scheiß Bild über einen Distelacker. 3 Jahre regenerative Landwirtschaft, also wir haben aufgrund der Direktsaat und falsche Bewirtschaftung Nase reingefahren, einen Distelacker produziert mit 100% Disteln und innerhalb von 3 Jahren wieder regenerativ wirtschaften, also Basensättigung ausglichen, Untersaaten, Zwischenfrüchte, die Flächenrotte gemacht und Fermente eingespritzt, so wie die Pflanzen über mit Komposte Spritzungen vitalisiert, haben wir dort innerhalb von 3 Jahren komplett einen ruhigen Acker vor uns gehabt, der was sozusagen kein Unkraut nicht gebracht hat und wieder ganz einen guten Ertrag gehabt hat. Gesagt, Untersaaten ist bei uns Standard geworden, also bei uns sind in alle Getreidearten, überall, auch im Mais, Wurst, Mohn, überall sind Untersaaten drin, in dem Fall die M2. Weil die Biologie sozusagen, sobald die Pflanzen in die vegetative Phase kommt, also in die generative Phase kommt, dann wieder ernähren, das Bodenleben. Das ist der Grund, warum wir überall Untersaaten drin haben und die halten dann den Boden auch wieder stabil. Zwischenfrüchte ist auch ein Muss bei uns, Zwischenfrüchte aus dem Grund, weil wir natürlich sehr viele Monokulturen oder eigentlich Monokulturen am Betrieb stehen haben. Also wenn ich selbst Getreide mit Untersaat ist sehr einseitig. Darum ist es auch wichtig, dass man dort Zwischenfrüchte ist halt, wo relativ eine Vielfalt drinnen ist. Also da geht es darum, um viele verschiedene Pflanzenfamilien in den Zwischenfrüchte, damit schlussendlich eine Vielfalt an Lebewesen oder Organismen im Boden sich entwickeln kann, gefüttert wird. Und die noch und wiederum den Boden langfristig stabil halten. Bei Begrünungen ist immer dann das Thema, wie geht man um damit, mit bewachsenen Beständen. Wenn die Flächen zu üppig wachsen, macht es ganz einfach mehr Sinn, das abzumsilieren, wegzumsilieren und notfalls verfüttern oder eben zu fermentieren. Und dann wieder zum Ausbringen, weil dann ist das vorverdautes grüne Material. Man weiß, wenn man grünes Material eine große Menge am Boden runterhäckselt und dann den Boden einarbeitet, dass da eher so ein sogenannter Priming-Effekt entsteht, wo die meisten Nährstoffe verpuffen und die Biologie leidet eher darunter, als wie dass sie das hilft. Weil die Organismen oder absterbenden Teile, die sind natürlich viel oder werden viel schneller eingebaut im Boden als wie das oberirdische Material. Also selbst bei Kartoffeln gibt es bei uns eine Untersaat, also in dem Fall die Brassica Pro, weil ganz einfach die Kartoffeln auch schlussendlich eine humuszehrende Kultur ist und dort durch doch eher intensivere Bodenbearbeitung und auch schwere Maschinen doch eher größerer Druck entsteht. Wir versuchen das dann mit Untersaaten oder mit Beisaaten zum Ausgleichen. Die Brassica Pro hat sich dort bewährt, weil die relativ niederbleibt in Aufhang, macht keine Konkurrenz gegen die Kartoffeln. Und wenn dann die Kartoffeln absterben,
im Herbst, dann fängt die schon langsam an zum Wachsen oder wächst die dort durch und kommt dann nur ein bisschen in Tee. Wir häckseln das dann ab und haben bei der Ernte eigentlich noch nie ein Problem gehabt mit unserer Technik, mit dem Material dann. Das flache Abschälen, wie gesagt, wenn man Untersaaten hat, muss man natürlich auch das irgendwie wegbringen. Wichtig ist bei der, also wir arbeiten dort mit der Fräse, das heißt, wir schälen das noch gleich so 2-3 cm tief an. Wichtig ist, dass die richtigen Messer verwendet werden, also Winkelmesser, dass es nicht schmiert, also die Unterseite blank ist, und wichtig ist auch lebende Wurzeln. Sieht man da schon, also bei flacher Bodenbearbeitung muss der Boden nach unten öffnen. Also es muss stark durchwurzelt sein, er darf nicht zusammengefallen sein. Hab dann so eine Folie einmal gezeichnet, wie das ausschaut circa. Also da habe ich gezeichnet die lebenden Pflanzen, die den Boden aufgebaut haben über das Jahr. Wenn dann Niederschläge kommen oder Hitze, was auch immer, beginnt der Boden nach unten, entweder von oben weg oder von unten auf zu verfallen und die Krümelstruktur zerbricht. Wenn man dort einen Untersaaten drinnen hat, passiert genau das, dass die Untersaaten die Biologie sozusagen nur füttern, wenn die Hauptkultur abstirbt, und wenn dann die Niederschläge und Hitzeereignisse kommen, halten die in der Regel den Boden relativ gut stabil und er verfault nicht. Und je nachdem muss ich dann sozusagen, oder richte ich dann meine Bodenbearbeitung aus. Die richtige Bodenbearbeitung ist halt je nachdem, ob jetzt der Boden verfallen ist, das heißt, oder nicht. Und das heißt, wenn jetzt die Untersaat ist, wenn der Untersaat es gelungen ist, den Boden stabil zu halten, genügt der flache Bodenbearbeitung. Wir brauchen quasi nicht mehr Schritte machen. Wenn der Boden zusammengefallen ist, verdichtet ist, dann genügt der flache Bodenbearbeitung nicht. Dann muss man schlussendlich tiefer eingreifen und muss das Porenvolumen im Boden wieder reparieren, sodass dass der Boden wieder gut funktioniert. Am besten sieht man das mit dem Spaten. Wenn man reinschaut, sieht man auf der einen Seite einen Spaten, der wo es komplett zusammengefallen ist. Und auf der anderen Seite hat man eine Spatenprobe, die eine schöne runde Krümelstruktur hat. Und der Boden ist relativ stabil. Und wenn man den dann seicht bearbeitet, hat die nächste Kultur wieder optimale Bedingungen zum Wachsen. Wenn er zusammengefallen ist, habe ich schon gesagt, muss gelockert werden. Wir spritzen Fermente ein. Bitte, wenn man Fermente einspritzt, aber den pH-Wert im Auge behalten, weil man ja sauer arbeitet. Organischer Dünger wird bei uns immer in wachsende Bestände gestreut und nicht mehr am schwarzen Boden. Der Mist wird auch aufbereitet. Also ohne Aufbereitung kommt bei uns quasi gar kein Mist mehr aufs Feld. Entweder kompostiert oder fermentiert. Bei der Fermentation geht es darum, das sogenannte MC-Kompost wird locker aufgesetzt, an der Oberfläche verdichtet, hat damit weniger Nährstoffverluste und eine bessere Düngerwirkung, und vor allem der Mist ist schon vorverdaut, das heißt, er ist dann bodenbürtiger. Kompostespritzungen, wie gesagt, wir machen zwei Spritzungen. Das eine ist im Jugendstadium, wenn die Mutterkorn sozusagen verloren wird, da haben die Pflanzen einen Stress, und das zweite ist beim Ährenschieben. Da haben die Pflanzen meistens auch einen Stress, das sind so die Standard-Kompostespritzungen bei uns. Gut, in diesem Sinne, das ist das Ergebnis, was wir sozusagen immer gern haben: breite Blätter, gleichmäßige Bestände. Dann weiß man, sämtliche Maßnahmen haben relativ gut gegriffen und für uns ist alles okay. Und der Beginn, sozusagen das wichtigste Werkzeug in der regenerativen Landwirtschaft, ist die Spatenprobe, die ist im Frühling und im Herbst also zu machen. Wichtig ist dort auch, nicht nur mit Spaten, sondern auch mit der Sonde schauen, ob der Boden nach unten verdichtet ist oder wie es der Wurzel geht in Unterboden. Und wenn das alles okay ist, sage ich danke für die Aufmerksamkeit und einen kleinen Spruch von mir. Auf den Gipfel kommt man nicht, indem man einen Sprung macht, sondern indem man Schritt für Schritt voranschreitet. Und ich wünsche Ihnen für Ihren Betrieb ganz einfach viel Erfolg beim ersten Schritt. Danke.